Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute: das erste Gärtchen in Ippenburg, das erste Gärtchen im Luberer Mundraubgarten. Das erste Paradiesgärtchen ist gepflanzt mit Erstbeeren und einem Kaki. Robert, ich habe dich gesehen, beobachte beim Pflanzen. Du hast immer noch Langzeitdünger zu den Pflanzen gegeben. Warum machst du das? Eigentlich, dass sich die Pflanze im ersten Jahr gut ernähren kann, dass man keine Arbeit hat mit Düngen. Also dann gibt man Erz rein beim Pflanzen, am besten unten ins Pflanzloch. Und das ist ein Dünger, der 5 bis 6 Monate Nährstoffe freigibt. Und dann hat man eigentlich das restliche Jahr Ruhe. Okay, und das machst du hier eigentlich mit jeder Pflanze. Wie dosierst du das ungefähr? Natürlich, du als Gärtner machst das natürlich so gefühlt, aber was würdest du raten? Man hat ein bisschen so Gefühl. Ich habe hier den Dünger in der Tüte drin. Ja. Eine Handvoll ist, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Der Kollege steht neben mir. Ich würde sagen, das sind so 30, 40 Gramm. Ja, eine gute Handvoll würde ich auf eine Pflanze, die in einem 5 Liter Topf ist, das ist diese Größe, würde ich eine Handvoll reingeben. Also pro 5 Liter Topf sozusagen eine Handvoll. Genau. Kann man das dann hochrechnen? Kann man eigentlich. Also dementsprechend habe ich jetzt bei dem Kaki, der war vorher in diesem Topf, habe ich 6, 7 Hände voll unten reingegeben. Okay, herzlichen Dank. Pro 5 Liter Topfvolumen eine Handvoll Langzeitdünger. 6 bis 8 Monate. Genau. Herzlichen Dank, Robert Meyerhofer. Bitte. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Luberacom, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht's zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation um mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.